Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Assassin's Creed 2. Wir stehen hier vor dem Tore. So, ich glaube, das ist das Haus von dem guten Bartolomeo. Ja? Und da gehen wir jetzt einfach rein. Was haben die hier nur angerichtet? Sie haben nichts gebrandschutzt. Hoffentlich geht es dir gut. Soll ich jetzt da hinterher, oder wie? Von hier draußen schaut es gar nicht so furchtbar schlimm aus. Hinten sitzt da noch einer. Bist du drauf gekommen, dass hier irgendwas war? Bianca! Oha. Bianca! Ist alles in Ordnung? Was denkt ihr denn? Schaut euch nur um! Und die arme Bianca! Wenn ihr ist das deine Katze oder dein Hund oder was ist, wie ist Bianca? Aha! Oh, meine Liebste! Gott sei Dank geht es dir gut. Ezio, das ist Bianca. Bianca? Ezio. Entzückt? Also, ich weiß eure Namen, aber... Du musst ein sehr einsamer Mann sein. Es sind Geschäfte mit Silvio Barbarigo. Könnt ihr mir helfen? Ah, es wäre mir eine Ehre. Aber es wird mehr brauchen als nur uns zwei. Drei, um seine Streitmacht zu schwächen. Was meint ihr, was zu tun ist? Ich gehe und bereite meine Leute vor. In der Zwischenzeit befreit ihr die, die bei Silvios Angriff gefangen wurden. Mein Gewissen sagt mir, dass ich sie nicht zurücklassen darf. Verstanden. Ich werde mich darum kümmern. Das ist gut so. Viel Glück da draußen, Ezio. Ich kümmere mich und... Ich dachte, Hund oder Katze oder sowas, aber nö, ein Schwert. Damit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz gerechnet. Genau. Den haben sie doch schon so hingestellt. Weil sie wussten, da springen die Leute rüber, weil sie denken, man schafft's und dann. Doch, eigentlich wollte ich den kaufen. Das ist jetzt besser. Aber ich sage, Vorsorge ist die beste Heilung. Ja, deswegen habe ich ja bei dir auch Medizin gekauft. So, nicht übers Wasser springen, wenn man über Brücken gehen kann. Oh, na, das nenne ich waghalsig. Naja, nicht ganz so sehr. Das da schon hier. Was sollen wir mit denen machen? Den Käfig ins Wasser, sage ich. Lasst sie ertrinken und es ist vorbei. Silvio will sie lebend. Er meint, er könne sie von unserer Sache überzeugen. Darauf würde ich nicht zählen. Die sind genauso loyal wie dumm. Mhm, dumm ist nie so gut. Hört, hört! Auf Hinweise, die zu Verliert ihn nicht schon wieder! So. Wir, die stolzen Bürger der Republik, müssen uns zusammenschließen, diesen Wahnsinnigen aufspüren und töten. Vielen Dank für die Hilfe, Freund. Genau. Wir würden mit euch kämpfen, wenn ihr uns wollt. Überlege ich mir noch. Tun wir es. Ach, super. Ich dachte, ihr seid fähig, alleine nach Hause zu laufen, aber es hat uns die Welt. Genau, ist er total kaltblütig.
Schafft ihr das, mir nachzukommen? Ja, das. So, wo ist der nächste Zettel? Auf der Innenseite, oder? Da! Auf ihn! Was glaubst du, wo du hinrennst? Jetzt wirst du bezahlt! Ich tue, was immer ihr sagt. So. Da haben wir die nächste Truppe. Wir sind bei euch, Freund. Geht einfach voran. Ja, das sind jetzt aber hoffentlich jetzt nicht 8 Leute. Gut, oder? Hier lang. Oh, wei, wei. Lass mich in Frieden, bitte. Euch tut doch keiner was. Tod oder in Ketten, wenn er so weitermacht. Zettel. Da. Lasst mich einfach in Frieden. Lasst mich in Frieden. Wir lassen euch ja in Frieden. Ich will bloß den Lappen da weg haben. Und dann wäre es toll, wenn ihr mir nicht laufend im Weg stehen würdet, damit ich laufen kann. So. Lasst mich doch. Sehe ich genauso. Ich tue kein was. Keiner gesehen, was genau passiert ist. Er hat für jeden genau die richtigen Stiefel. Kommt mir bekannt vor und kommt mir so aus. Ich hatte an Silvio weitergereicht wie ein Hund. Adesso, Basta! Hier bringe ich Manieren bei. Basta, bringe ich Manieren bei. Passt ihn! Oh, das ist geschafft, wir stehen doch. So. Was macht ihr jetzt mit dem Kleinen da drüben? So, gut jetzt. Kein Mörder, ich sehe keinen. Wir gehen mit euch. Gemeinsam werden wir die Barbarigo vernichten. Oh, um Gottes Willen, was habt ihr denn nur angerichtet? So, aber jetzt sind sie scheinbar. Auf einem Weg, wo sie dann. Truhe der Villa ist voll. Also, vielleicht sollte ich dann auch mal zum. Genau. Nein. Na. Interagieren. So, Lappen weg da. Du kannst doch nicht machen, was du willst. Siehst du doch. Oh, verdammt. Das ist eine gefährliche Ecke hier. Genug. Wir haben zu arbeiten. Lass es nicht entkommen. Lass es dämmern. Genug sei Gott. Endlich seid ihr hier, Freund.
Eure Zeit ist gekommen, Guardi-Merdas. Genau das, was ihr verdient. So, willst du jetzt wieder hochkommen? Doch aufs Maul. So, lauf du Lauch. So, gut. Auch okay. Ich mag teuer sein, mit diesem so, der hat hier. So, jetzt. Jetzt ist wieder alles. Händler Daedalus, von dem reden sie auch schon die ganze Zeit hier. Fidel. Man könnte natürlich auch zwischendrin mal wieder so einen kleinen Assassin machen, so. Gerade weil wir einfach nur daneben stehen. Neben so einem Taubenkäfig? Dann wäre doch das mal eine Option. Freunde unserer Familie ständig von einem Händler belästigt. Er muss eliminiert werden, ohne dass die Frau es weiß. Ich will sie nicht verängstigen. Das war nicht ganz. Ihr müsst uns ein paar eurer Tricks beibringen. Der Trick bestand jetzt einfach davon, tierisch vom Dach runterzufallen und fürchterlich. Aber warum nicht einfach gehen? Hm? Was macht er denn da? Weil es so auch nicht schneller geht. Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Stehen die mir hier? Mal da raus. Schaut schwerer aus, als ich aber schon drin gewesen. Huch. Wie weit ist das weg? 1 zu eliminierender Händler am anderen Ende der Stadt. Ach, fürs Taubentöten. Handelt der Händler der Nacht da drüben? Okay, jetzt sehen wir zumindest schon mal den. Beim Teufel hört man sie noch schwören, wenn sie seine. Ich habe traditionelle Mittel und die Weisheit der Hölle. So. Gönn
Gönnt ihm eine Flasche Wein, das Herz am rechten Fleck. Lasst ihn mal im Kampf allein, erkämpft ihr eure Flecken. Seid ihr seid, das Kraft unter den Sohlen zu spüren? Bringt bei Regen, Kälte und Nässe in eure Stiefel. Damit will ich nichts zu tun machen. Und euren Füßen etwas Gutes tun. Kommt zu Fasto! Das Glück bleibt unserem Helden treu und spielt er sein. Nervt mich. Das ist mir zu heiß. Nicht teilhaben. Orko-Dämonia. Was glaubst du, wo du hinrennst? Weg. Oh. Mach schon, bringen wir es schnell zu Ende. Erinnert euch an die Ausbildung, Männer. Lass das. So. Erinnert euch an die Männer. Haltet eure Stellungen, wie es euch beigebracht wurde. Da kommen jetzt noch mehr, oder? Ach man. Seid nur geh mal weg da. Erledigt ihn. Zuschlag jetzt. Seid nur bereit, wenn der Moment gekommen ist. Komm mal weg da, du nervst, Junge. Haltet eure Stellungen, wie es euch beigebracht wurde. Zuschlag jetzt. Und gute Nacht. Au. Das, genau, geht effizienter. Au. Und jetzt reicht's. Gut, das war ein. Alle verrückt, alle verrückt. Ich muss weg von hier. Attentat. Brücke. Mama mia, so eine Schande. Ich sollte Hilfe holen. Nein, ich gehe besser nach Hause. Genau, geh mal lieber. Schnellreisepunkt. Mal kurz das Geld aus der Villa holen. Das würde ich nämlich ganz gerne mal machen, weil. Das kommt davon, wenn wir dem Navi hinterher rennen. Habe ich denn da drüben? Jetzt laufe ich aber doch mal den Navi hinterher, weil ich meine, ich hätte da drüben irgendwas blinken gesehen. Ja, da ist noch eine Kiste, die wir noch gar nicht geholt hatten. Mann, Idiot! Meine Früchte! Ich bin sicher, ich habe, was ihr braucht. Wohl irgendwo dahin. Nein, zurück! Halt! Verabscheuungswürdiger! Sie lange! Lass ab von mir, Mistkerl! Wache! So, hab ich dich. Habt Gnade. Was macht ihr hier? Bitte, tötet mich nicht. Ich gebe euch alles, was ich habe. Ja, hast du schon. Okay, gut. Wie gesagt, ich wollte ja eigentlich zur
Brücke, ja, zum Schnellreisepunkt. Ah, Schein gehabt, dass ich da ins Wasser gekommen bin. Au! Blödmann, lass mich raus! Au, au, au! Mann! Nerviges Geschmeiß! Au! Ihr dummen, dämlichen Dummbeutel! So. Ich kann wahrscheinlich nicht schnell reisen, solange die hier nerven. Mit seiner gesamten Mannschaft vor der Küste von Thessaloniki untergegangen ist. Die Republik sendet den betroffenen Familien ihr herzlichstes Beileid. Alles Gute. Ach, nee, Moment. Beileid. Anderer Spruch. Neuigkeiten aus Übersee. So, zur Villa. So, nachdem wir Bianca kennengelernt haben, schauen wir jetzt mal bei Claudio vorbei. Ich dachte, die Kiste würde vielleicht hier unten stehen. Heute bin ich Igel. Wer braucht einen Adler? Ich mag teuer sein, aber meine Waren sind nicht. Du kannst danach mal, obwohl du teuer bist, weil bei dir ist es günstiger. Auf jeden Fall noch meine Rüstung reparieren. So. Hallo, hallo Claudia. Willst du das Buch sehen? Ich wollte dir nur Hallo sagen, aber ich nehme auch das Zeug aus der Truhe mit. Die Geschäfte haben wir alle, das haben wir alles. Da haben wir alles nicht. Außer die Modelle. Alle Siegel in die Gruft gebracht, alle Gemälde gekauft, alle Zielporträts gesammelt. Federn 25 Modelle, 2 Bells. Was für 2 Modelle habe ich denn? 2 von 2 Modelle? Nur gut. Bis bald, Ezio. Ich kann mich nicht daran erinnern, irgendwo irgendwas gesammelt zu haben. Aber tatsächlich noch eine Codex-Seite, das heißt, eine fehlt uns noch. So, neuen Assassinenstein haben wir nicht, da fehlt uns auch noch genau einer. Damit haben wir gar nichts gemacht, Verbliebe. Statuen, um sie zu untersuchen. Ach, die Dinger hier wahrscheinlich. Hier die Kutsche und Leonardos Flugteil. Okay, die Rüstung haben wir an, da wo alles schwarz ist, und das ist dann der Platz für die alte Irrüstung, die jetzt unten liegt. Hm. Ob es auch irgendwelche besonderen Waffen gibt? Bei Waffen habe ich hier nicht so wirklich viele. Also schon wieder so viel Geld in der Truhe. Legen wir die Fede der ab. Das sind doch tatsächlich nicht nur eine. Waren 4 Stück. Da haben wir ja fleißig gesammelt. Ja. Nein. Hm.
Okay, dann geht's wieder zurück nach Venedig. Ich mag teuer sein. Weil wir haben ja da noch Jankas Freunde. Janka hieß sie, oder? Das Schwert. Salve, salutatemi Messer Ugo. Genau. So. Venedig. Moment, ich gehe mal kurz erstmal nach Florenz. Wohin in Florenz ist eigentlich ganz egal. Ja, Leonardos Werkstatt. Weil ich möchte jetzt schauen, ob da die Maler vielleicht noch Bilder haben, die wir vielleicht noch nicht haben. Ich habe jetzt übermäßig Geld. So, nehmen wir erstmal den Lappen. Was ist das da hinten eigentlich? Was ist das? Ach, das ist ganz weit weg. So, ich will zu einem Pinsel. So, Kunsthändler. Okay, Florenz, Gemälde. Ja, da haben wir ja auch noch Bilder. Ja, wunderbar. Dann werden wir wieder ein bisschen Geld los. Jawohl, das Bild auch. Künstler aus Florenz. Okay. Ein Vergnügen. Hab Dank für das Geschäft. Ja, war okay. So, da haben wir den Wert nochmal gesteigert. Dann eigentlich nicht den Schmied, sondern die Schnellreisestation. Aufs Fressbrett. Eigentlich möchte ich hier niemandem wirklich wehtun. Wir sind stark. Flori kommt vielleicht später noch. Ja, gehen wir jetzt wieder nach hinten. Warum ist Venedig von Florenz aus so teuer? Ja, ich gehe mal dahin. Weil ich keine Ahnung habe, wo der nächste Hauptauftrag ist. Deswegen. So, wo ist der nächste? Na gut, da wäre woanders günstiger gewesen. Unglück! Heilige Pilger haben berichtet, dass der Händler Daedalus mit seiner gesamten Mannschaft vor der Küste. Der Daedalus. Mhm. Auch ein historisch nicht ganz unbekannter. Was ist hier los? Laju! Halte die Ragazzi! Kommt und seht, was meine Galerie zu bieten hat! Laju! Da! Da! Ergreift ihn!
dem Tod des portugiesischen Botschafters erinnert der Rat alle Bürger daran, keine Fische auf den Kanälen der Stadt zu verzehren. Peter, neuer Trainer! Und unterschätzt mir den Kerl nicht! Haltet die Decke! Irgendwann wird er müde! Na komm! Senor, herzlich willkommen! Hier und überall soll ich mich verneigen! Peter, neuer Training! Und unterschätzt mir den Kerl nicht! Ich gebe euch keine Tölsch mehr da! Der Kerl ist kein Tölsch! So! Er wird müde! Halt! Schneidet ihm den Weg ab! Wie damals in Asien! Ihr muss auf die Deckung kommen! Dann schlagen wir zu! Los, Jungs! Das ist kein Anfänger! Haltet zusammen! Naja, Anfänger nicht. Ich hab das ein paar Mal gemacht. Irgendwann wird er müde! Patienza! Er muss aus der Deckung kommen! Dann schlagen wir zu! Los, Jungs! Das ist kein Anfänger! So, innerhalb von kürzester Zeit sind da ein paar gestorben. So, jetzt haben wir noch drei von euch, Napfnasen. So lange bis die nächsten 10. Er muss aus der Deckung kommen. Dann schlagen wir zu. Fort, mir sei jetzt! Oh weh, daran will ich nicht teilhaben. Oh. Ihr lasst uns hoffen. So, was wird das jetzt? Vorwärts! Ja! Oh. Ja, na los da! So, weg mit dem Ding. Da vorne, was ist? Das ist neu. Ist das ein Wettlauf-Dinges Kirchengedöns? Ich würde sagen, das schauen wir uns beim nächsten Mal an. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ihr schaltet auch beim nächsten Mal ein. Bis dahin und tschüss.